Dies ist ein weiteres Video zum Thema Vektorrechnung und es geht immer noch um die Rechenoperationen auf Vektoren und jetzt kommen wir zur Multiplikation zwischen Vektoren, dem sogenannten Skalarprodukt. Es gibt grundlegend zwei Arten, auf die man Vektoren multiplizieren kann. Einmal nach dem Skalarprodukt, dann kommt, wenn ich die beiden Vektoren multipliziere, am Ende ein Skalar heraus, wie das Wort hier auch schon sagt. Ein Skalar in der Vektorrechnung ist einfach eine Zahl. Es gibt nachher auch noch ein anderes Produkt, das sogenannte Vektorprodukt. Da multipliziere ich die beiden Vektoren auf andere Art und Weise miteinander und erhalte wieder einen Vektor. Das Skalarprodukt ist aber sehr wichtig. Es findet sehr häufig Anwendung in Aufgaben zur Vektorrechnung. Und deswegen sollte man auch die Vielfältigkeit, wie es einsetzbar ist, verstanden haben. Zunächst erstmal die Schreibweise. Wenn ich die beiden Vektoren skalar miteinander multipliziere, sieht das so aus. Das wird hier mit so einem Kringel in der Mitte geschrieben, kann auch einfach ein Malpunkt sein. Daran erkenne ich sofort, dass das Skalarprodukt gemeint ist. Das Vektorprodukt hat nämlich ein anderes Zeichen. Und jetzt kann ich die beiden Vektoren natürlich ausschreiben. Ich mache das hier im zweidimensionalen, weil es einfacher zu zeichnen ist. Kann man genauso im dreidimensionalen machen, indem ich hier einfach die dritte Koordinate ergänze. So, das Skalarprodukt wird nun auf folgende Weise ausgerechnet. Ich gehe koordinatenweise vor. Ich nehme hier 4 mal 3 und da schreibe ich jetzt nicht als neue Koordinate meines neuen Vektors hin, denn ich bekomme ja am Ende ein Skalar heraus, also einen Wert. Und deswegen rechne ich jetzt einfach Plus. Und jetzt gehe ich zur zweiten Zeile hier, die y-Koordinate, da rechne ich auch wieder minus 2 mal 1. Das könnte ich jetzt hier natürlich auch mit der dritten machen, indem ich hier z1 mal z2 rechne. Und das auch noch mit einem Plus verknüpfen würde. Das lasse ich jetzt hier weg. Ich habe ja nur 2. Und jetzt kann ich das einfach hier zusammenrechnen. 4 mal 3 macht 12. Plus minus 2 mal 1 macht minus 2. Also 12 minus 2 macht 10. Und das hier ist mein Skalar, den ich am Ende erhalte. Deswegen, wie gesagt, der Name Skalarprodukt. So einfach geht das. Es gibt aber noch eine zweite Definition für das Skalarprodukt. Dieser Wert hat nämlich auch eine geometrische Anschauung. Und zwar beschreibt er eine Fläche, aber nicht die Fläche zwischen diesen beiden Vektoren. Die beschreibe ich mal hier. Das hier ist der Vektor A. Das ist der Vektor B. So. Und das Skalarprodukt A mal B beschreibt die Fläche, die aufgespannt wird von der Länge von Vektor A mal, jetzt aber nicht B, sondern BA. Welcher Vektor das ist, zeige ich euch gleich. So sieht das Skalarprodukt aus. So, welche, im Prinzip soll ja, habe ich hier zwei Längen, die ich miteinander multipliziere. Das heißt, es gibt eine Rechteckfläche. Aber leider hier nicht B, sondern BA. Und BA ist praktisch der Vektor, den ich erhalte, wenn ich B jetzt hier so runter auf A klappe, senkrecht. Dieser Vektor hier, das wäre BA. Und die Länge von BA, die nehme ich im Prinzip und multipliziere sie dann mit A. Das heißt, ich würde hier ein Rechteck erhalten, wenn das hier jetzt die Länge BA ist. Dann würde das ungefähr so aussehen. Und dieser Wert hier hinten entspricht im Prinzip der Fläche dieses Rechtecks. So, es ist natürlich blöd, hier mit BA irgendwie zu rechnen, denn den Vektor habe ich in der Regel nicht gegeben. Ich habe ja A und B gegeben. Deswegen möchte ich diese Länge von BA hier noch irgendwie durch B ausdrücken. So, wenn ich mir das hier angucke, dann habe ich hier einen rechten Winkel und ich kann im Prinzip nach Cosinus eher sagen, dass das hier, also wenn ich hier den Winkel betrachte, den die beiden Vektoren a und b einschließen, den nenne ich mal phi, weil das einfach in der Literatur ganz häufig so ist, dann könnte ich jetzt sagen, nach Cosinus an Kathete zur Hypotenuse ist gleich Cosinus von phi. Also in einer Nebenrechnung kann ich sagen Cosinus phi und phi bezeichnet immer den Winkel zwischen a und b. Cosinus phi wäre dann die Länge von diesem Vektor BA durch die Hypotenuse, also durch die Länge von B.
So, und BA ist ja gerade das, was ich ersetzen will. Deswegen forme ich das jetzt hier nach BA um. Und das wäre dann die Länge von B mal Cosinus Phi. Fertig. Das ersetze ich jetzt hier. Und dann erhalte ich für das Skalarprodukt die Länge von Vektor A mal diesem hier, also B mal Cosinus Phi. Und das hier ist die zweite Definition des Skalarprodukts und die ist sehr wichtig. Also, dieser ganze Ausdruck hier entspricht praktisch auch dem Wert 10, also der Fläche, die zwischen A und diesem BA hier, dieser Rechtecksfläche, aufgespannt wird. Und durch dieses Cosinus Phi, dass das noch mit eingeht, deswegen ist es halt nicht die Fläche, die zwischen A und B aufgespannt wird, sondern eben etwas weniger. Und mit dieser Formel kann ich jetzt eine ganze Menge machen. Ich kann zum Beispiel den Winkel berechnen hier, der zwischen den beiden Vektoren sitzt. Das mache ich, indem ich die Formel einfach nach Cosinus Phi umstelle. Denn hier dieses Skalarprodukt, den Wert des Skalarprodukts, den kann ich mir ja auch über diese Formel hier besorgen. Also die 10 kann ich hier auf diese Seite schreiben, kann mir die Länge von A und B berechnen. Das hatte ich in einem vorhergehenden Video schon erklärt, komme ich aber auch gleich nochmal dazu. Und dann kann ich das Ganze nach Cosinus Phi auflösen und schon habe ich den Winkel zwischen den beiden Vektoren. Das ist auch sehr häufig in Aufgaben gefragt. Also auch das ist eine wichtige Formel. Einfach diese hier nach Cosinus Phi umgestellt. Wie gesagt, ihr müsst das im Anschluss unbedingt an ein paar Aufgaben üben. Denn wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann werdet ihr sehen, ist das ganz einfach. Was kann ich noch mit dem Skalarprodukt machen? Ich kann herausfinden, ob zwei Vektoren senkrecht zueinander sind. Denn wenn A und B hier senkrecht zueinander sind, dann ist der eingeschlossene Winkel hier ja gerade 90 Grad. Und das muss man jetzt natürlich wissen, der Cosinus von 90 Grad ist gerade 0. Dann habe ich hier die Länge von A mal die Länge von B mal 0. Das Ganze macht also 0. Das heißt, wenn ich A und B multipliziere, Skalar, dann bedeutet das, dass A und B senkrecht zueinander sind. Das hier ist das Zeichen für senkrecht, dieses hier. Das muss ich auch häufig in Aufgaben einsetzen. Ist also auch eine wichtige Erkenntnis. Und was wäre noch wichtig? Ich kann mit dem Skalarprodukt oder das Skalarprodukt auf diese Weise eingesetzt, ist im Prinzip das gleiche, als wenn ich die Länge eines Vektors berechne, wenn hier vorne a mal a steht. Also wenn ich rechne a mal a und ich mache das hier jetzt beispielhaft für diesen Vektor, den rechne ich ja 4 mal 4. Also 4 zum Quadrat plus minus 2 mal minus 2, also minus 2 zum Quadrat. Und wenn ihr euch erinnert an das Video, um die Länge eines Vektors zu berechnen, ist es im Prinzip genau das, was ich mache. Ich quadriere jeweils hier die einzelnen Komponenten, addiere sie und ziehe anschließend die Wurzel daraus. Das heißt, wenn ich jetzt die Wurzel hier rausziehe, dann habe ich im Prinzip die Länge meines Vektors a bestimmt. Könnt ihr gerne vergleichen zu einem Merkheft-Eintrag zur Länge eines Vektors. Das kommt dabei also auch noch heraus. Kennt ihr aber, wie gesagt, schon. Gut, ich denke, das sind die wichtigen Dinge, die ihr erstmal zum Skalarprodukt wissen müsst. Ich hoffe, es ist klar geworden, wie man zu dieser Formel hier unten kommt. Dann versteht man sie vielleicht auch etwas besser. Und hier diese in Koordinatenschreibweise, wie ich das Skalarprodukt direkt ausrechne, solltet ihr natürlich auch wissen. Das Ganze nochmal kurz im Überblick. Vielleicht nochmal ein bisschen schöner aufgeschrieben hier. Wenn zwei Vektoren senkrecht sind, dann muss das Skalarprodukt 0 sein. Den Betrag des Vektors kann ich ausrechnen, indem ich die Wurzel daraus ziehe. Ich kann auch den Einheitsvektor bestimmen, indem ich einfach den Vektor durch seinen Betrag teile. Dann habe ich ja nur noch die Länge 1. Und ich kann, wie gesagt, durch Umstellen hier den Winkel zwischen den beiden Vektoren berechnen. Eine Sache wäre vielleicht noch ganz wichtig hier in dieser Übersicht.
Ich habe in der Regel für A und B einen positiven Wert heraus, weil es ja eigentlich dieser Fläche entspricht. Aber das ist nur so, wenn der Winkel zwischen A und B ein spitzer Winkel ist, hier oben. Wenn das ein stumpfer Winkel ist, also wenn der Winkel zwischen A und B über 90 Grad ist, dann kommt da ein Wert kleiner als 0 raus. Das liegt einfach an dem Cosinus, der dann, wenn er über 90 Grad ist, einfach negativ wird. Das sollte man vielleicht auch noch im Hinterkopf behalten. Gut, zum Schluss noch ein paar Fragen, so dass ihr sicher gehen könnt, dass ihr die wichtigen Informationen aus diesem Video auch verstanden habt.